Fedeka-Virus ist wieder mal ganz gelegen am Start und das Import- und Export-DLC ist nun endlich draußen und ich habe mal ein paar Informationen zusammengekratzt und möchte euch die jetzt gerne präsentieren. Ich habe natürlich auch ein paar kleine Tricks und Tipps wieder am Start und was mich natürlich am meisten interessiert ist, was denkt ihr über dieses DLC? Ist es geil? Ist es scheiße oder ist es ganz okay? Und jetzt würde ich sagen, fangen wir doch mal mit den unwichtigsten Sachen an und zwar den Klamotten in GTA. In diesem DLC, wie auch bei den anderen, gibt es schon fertige Klamottenkollektionen. Diese sind natürlich, wie von GTA zu erwarten, wieder mal richtig schön teuer. Und hier einen kleinen Tipp, kauft euch die Klamotten lieber einzeln. Das spart nicht nur ein klein wenig Geld, sondern ihr könnt dadurch auch viel mehr Kombinationen erstellen. Außerdem sind neue Cappies dazugekommen, was mich persönlich nicht so groß interessiert. Neue Hosen, T-Shirts und noch anderen kleinen Schnickschnack. Aber kommen wir jetzt mal zu den wichtigeren Sachen. Kommen wir nun mal zum ersten Punkt. Und zwar benötigt ihr auf jeden Fall ein CEO-Gebäude, denn ohne dieses Gebäude könnt ihr nicht das komplette ausnutzen, was dieses DLC neu reingebracht hat. Wenn ihr nämlich mal an euren PC gegangen seid, habt ihr bestimmt schon gesehen, dass es jetzt drei verschiedene Optionen gibt. Einmal die Spezialfrachten, einmal den Fahrzeughandel und einmal die speziellen Aufträge für eure speziellen Fahrzeuge. Kommen wir mal zu den Garagen, die ihr euch jetzt neu dazu kaufen könnt. Jede Garage hat 40 Stellplätze und mehrere Stellplätze noch im Untergrund. Bei den Garagen gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Alle sind gleich, deswegen kauft euch auf jeden Fall das Billigste. Somit spart ihr nicht nur Geld, sondern könnt auch in die Renovierung des Gebäudes mehr investieren. Was ebenfalls neu dazugekommen ist, ist, dass ihr an der rechten Seite jetzt alle CEOs seht, die derzeit aktiv sind und was auch noch sehr nice ist, ihr seht die ganzen Mitglieder, die da drin aktiv sind. Der große Nachteil an diesem DLC ist, ihr müsst jedes Mal in euer CEO-Gebäude fahren, um neue Fahrzeuge zu bestellen. Habt ihr euch nun dafür entschieden, ein Fahrzeug zu stehlen, solltet ihr dabei aber beachten, dass das nicht so ganz easy ist, denn es gibt auch manche Aufträge, wo ihr einfach mal mit dem Helikopter eins dieser Fahrzeuge abholen müsst und dann kommen hinter euch noch mehrere Helikopter. Und was hier wichtig ist, jedes Mal, wenn euer Fahrzeug beschädigt wird oder irgendwelche Kratzer oder Dellen bekommt, müsst ihr dafür blechen. Deswegen macht das auf jeden Fall mit Freunden oder mit mehreren Leuten, damit euer Fahrzeug nicht so viel Damage bekommt, sodass ihr maximales Geld da rausholen könnt. Habt ihr nun das erste Auto heil angebracht, könnt ihr euch nun entscheiden, ob ihr nun noch ein paar weitere Autos einsammelt oder ob ihr diese gleich weiter exportiert. Hierbei gibt es auch wieder drei Kategorien. Einmal Privatverkauf, einmal Ausstellung und einmal der Fachhandel. Hier ist es empfehlenswert, den Fachhandel zu nehmen, weil ihr hier am meisten rausbekommt, auch wenn ihr was Kleines rein investieren müsst. Und hier auch wieder zu beachten ist, wenn ihr das Auto nun aufgetunt habt für dieses Geld und rausfahrt aus eurer Garage, werdet ihr auch gleich wieder beschossen. Deswegen auch hier wieder, sucht euch irgendwelche Mitspieler, um diese Gegner abzuschütteln, denn für jeden Schuss in eure Karosserie gibt es Geldabzug. Bevor ich jetzt zu den neuen Fahrzeugen übergehe, komme ich nochmal zum CEO-Gebäude, denn das hat auch nochmal ein kleines und feines Upgrade bekommen. Und zwar könnt ihr dort auf 3 Etagen nochmal all eure wunderschönen Fahrzeuge den anderen präsentieren. Das kostet natürlich auch nochmal richtig viel Kohle. Und wem das noch nicht genug ist, könnt ihr noch eure eigene Tuning-Werkstatt in euren Wolkenkratzer reinsetzen und dort sogar noch den Boden der Tuning-Werkstatt verändern. Genauso könnt ihr bei diesen 3 Etagen den kompletten Innenraum auswählen, genauso wie die Beleuchtung. Kommen wir jetzt aber zum spannendsten Teil von allen und zwar die ganzen neuen Fahrzeuge, die dazugekommen sind. Und hier würde ich einfach mal mit den speziellen anfangen. Es sind 8 Stück dazugekommen. Kommen wir gleich mal zum teuersten und zwar ist das ein Auto aus dem Film Knight Rider. Heißt eigentlich Kit und falls ihr diese Serie kennt, wisst ihr bestimmt, dass dieses Auto extremst aufgetunt ist. Und das ist es in GTA ebenfalls. Es besitzt vorne eine Minigun und mehrere Raketen, die ihr nach Belieben abfeuern könnt. Weiterhin hat das Auto eine Funktion, dass wenn ihr ordentlich viel Anlauf nehmt und die L3-Taste drückt, springt ihr erstmal ordentlich weit hoch und wenn ihr euch dann in der Luft befindet, könnt ihr ganz gediegen X drücken und es öffnet sich ein Fallschirm. Weiterhin könnt ihr auch noch einmal X drücken, dann schließt sich der Fallschirm wieder, so habt ihr erstmal einen freien Fall wieder und könnt dann wieder X drücken und das Geile an der ganzen Sache ist, ihr könnt sogar in der Luft noch rumschießen. Dieses Auto besitzt 2 Arten wieder von Raketen, einmal zielbasierte und einmal normale Raketen. Das nächste Fahrzeug ist der gepanzerte Boxville und hier muss ich echt sagen, das ist ein echtes Apokalypsenfahrzeug. Es hat Stacheldraht oben dran, vorne einen fetten Schieber und oben natürlich ein fettes MG, um alles zu zerpfeffern, was euch vor die Linse kommt. Dieser kleine Schieber kann ebenfalls auch ein paar kleine Autos zur Seite schieben. Zwar keine LKWs, aber für den ein oder anderen kleinen Kompaktwagen reicht das aus. Das Teil ist auch wirklich sehr expensive mit 2,9 Millionen. Es sei denn, ihr macht noch die speziellen Aufträge, dann könnt ihr das reduziert kaufen für 2,2. Kommen wir jetzt auch schon zum ersten sinnlosen Fahrzeug und zwar eine Art Kipplaster, der nur gut im Offroad ist. Weiterhin könnt ihr da hinten drauf noch ein kleines Auto platzieren, könnt das aber leider nicht komplett fixieren, sondern müsst immer dauerhaft Gas geben oder Bremse drücken, damit es nicht runterfliegt und es können sogar Leute sich hinter den Platten verstecken und daraus schießen. Aber ansonsten hat dieses Fahrzeug eigentlich keinen größeren Zweck.
LKWs in GTA sind dafür bekannt, total langsam zu sein, scheiße auszusehen und eine ziemlich beschissene Endbeschleunigung zu haben. Doch mit dem neuen Update hat sich das Ganze jetzt geändert, denn das neue Phantom ist jetzt bei Warstock erhältlich und es hört sich nicht nur brutal an. Nein, dieses Fahrzeug ist auch brutal. Es hat einen gigantischen Schieber vorne dran und hat so viel Leistung, dass er damit alles aus dem Weg räumen könnt. Das heißt, ihr könnt ganz gemütlich auf der Gegenfahrbahn fahren, ohne dass euch jemand auf den Piss gehen kann. Dennoch gibt es ein kleines Problem an diesem Fahrzeug. Wenn ihr zu viele damit wegrammt, kann es passieren, dass dieses Fahrzeug kaputt geht und einfach am Straßenrand liegen bleibt. Das ist wiederum ein großer Minuspunkt bei diesem Fahrzeug. Kommen wir nun zum ersten Amphibienfahrzeug in GTA 5 und zwar ist das der Technical Aqua. Das ist ein rostiger Rebell, der diesmal nicht nur ein MG obendrauf hat, nein, sondern auch zwei Fässer und ein Außenbordmotor, der es ermöglicht, wie ein Boot auf dem Wasser zu fahren. Und durch das MG könnt ihr sogar noch alles durchlöchern, was euch auf dem Wasser nervt. Kommen wir auch gleich zum nächsten Amphibienfahrzeug und zwar der Blazer Aqua. Er agiert genauso wie der Technical Aqua, bloß mit dem großen Vorteil, dass ihr hier nicht irgendwie hinten auf ein großes MG steigen müsst, um erst rumballern zu können. Nein, diesmal könnt ihr sogar direkt aus dem Sitzen zwei Miniguns bedienen und alles im Wasser zerfetzen, was euch auf die Klöten geht. Wenn ihr natürlich keine Lust habt, mit so einem riesigen LKW rumzufahren, gibt es natürlich noch die zweite Variante und zwar den Rampenbuggy. Dieses kleine Fahrzeug schafft es wirklich alles aus dem Weg zu räumen, aber auch wirklich alles. Ich habe selbst getestet, Helis, Flugzeuge, kleine Wagen, große Wagen, selbst Panzer sind einfach weggeflogen. Das beste Fahrzeug kommt natürlich zum Schluss und zwar der Rocket Voltic und dieses Fahrzeug ist auch wieder gut konzipiert worden. Und zwar hat man sich hier einfach mal gedacht, tun wir nochmal einen Elektrosportwagen mit einer Flugzeugturbine kombinieren und das kam dabei heraus. Dieses Fahrzeug hat wirklich eine endkrasse Beschleunigung, wenn die Turbine aktiviert wird. Wiederum ist der große Nachteil, dass diese Aktivierung dieser Turbine nicht für lange Zeit anhält, sondern wirklich nur ganz kurz ist und danach muss es fast doppelt so lange aufladen. Wiederum kann man mit diesem Fahrzeug wirklich viel Spaß haben, vor allen Dingen, wenn man diesen Schub mitten auf einer Rampe aktiviert. Kommen wir nun zu den letzten drei Fahrzeugen, die ihr euch auf Legendary Motorsports kaufen könnt. Und das erste Fahrzeug, was mir sofort ins Augenlicht reingestoßen ist, förmlich, ist der Penetrator. Ich weiß nicht, warum die das Fahrzeug so genannt haben. Ich finde es auf jeden Fall ganz witzig. Doch was ich leider nicht so witzig finde, ist das Aussehen des Wagens. Der spricht mich nicht ganz so an. Ich muss ganz ehrlich sagen, man kann zwar viel an der Karosserie dran rumschrauben. Leider gibt es nur eine Primärfarbe und ihr könnt im Innenraum ebenfalls leider nichts ausbauen. Der nächste Wagen ist von der Marke Pegassi und spricht mich persönlich sehr an. Sieht auf jeden Fall besser aus als der Penetrator. Das liegt nicht nur daran, dass ihr hier ebenfalls so richtig viel an der Karosserie dran rumschrauben könnt. Nein, ihr habt sogar diesmal die Auswahl zwischen einer Primär- und Sekundärfarbe wieder mal. Weiterhin hat dieses Fahrzeug eine total krasse Beschleunigung, genauso wie die Endbeschleunigung ist sehr gut. Und das Handling des Wagens ist auch sehr nice. Der letzte Wagen im Bunde ist der LG. Dieser Wagen ist zwar schon seit Anfang von GTA eigentlich mit dabei gewesen, doch seit diesem Update gibt es eine Option bei Bennys, dass ihr dieses Fahrzeug in einen super geilen Nissan umbauen könnt. Und das Fahrzeug ist ein extrem geiles Driftfahrzeug, hat aber auch eine extrem harte Beschleunigung und sieht auch noch dazu verdammt geil aus. Wenn ihr nun denkt, das sind nun alle Fahrzeuge gewesen, die in diesem Update rauskamen, dann kann ich euch jetzt schon mal sagen, bis Anfang des nächsten Jahres sollen noch weitere hinzugefügt werden. Diese werden wohl wahrscheinlich immer am Dienstag mit eingebracht werden in das Spiel. Und wenn diese rauskommen, werde ich natürlich auch mit einer der ersten sein, der diese nicen, geilen Fahrzeuge dann testen wird für euch. Und ich hoffe, ich konnte euch etwas aufklären über das DLC. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video bewertet. Und weil ich natürlich nicht bei Rockstar arbeite, könnt ihr hier auch kostenlos abonnieren. Das kostet euch keinen einzigen Dollar. Bis dahin, Leute, haut rein und tschüss.